Fotzelbärchens und Ping. Ja, heute fahren wir mal wieder oder werden gefahren. Super toll. War ein Weihnachtsgeschenk. Ein schönes Weihnachtsgeschenk. Und wohin geht's? Es geht heute zu Crippled Black Phoenix, Softkill und Photocrime. Letztere beide Bands kenne ich nicht, sagt mir nichts. Crippled Black Phoenix natürlich ganz großartig, waren ja auch bei mir in den Top 5 der besten Alben 2018. Weiter auf Bernelstraße. Ist gut, Heike. Wir haben es verstanden. Ich habe sie jetzt Heike getauft. Ist das okay für dich? Ist er auch egal. Sari wäre hier fährt, ich mach Ping und dann sind wir so richtig rotzevoll, wenn wir da sind. Und dann gucken wir mal, ob wir noch ein Interview mit den Bands kriegen. Die finden das bestimmt richtig toll, hier irgendwo von so einem besoffenen Minister interviewt zu werden. Sari findet das bestimmt auch ganz toll. Ich bin begeistert. Um diese Uhrzeit? Nein, das war Spaß. Das machen wir natürlich nicht. Wir behave. Ne? Ja. Hide it, control it and behave, wie ein Ficker-Song schon sagt, und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir da sind. Ne? Schalalalala und noch ein Ping, Foxy-Bärchen. Verdammte Hacke. Immer Stau, immer irgendwas. Aber gut, jetzt stehen wir halt hier vom Luxor in Köln, mitten in einem Wohngeviertel, wo man natürlich auch einen super Parkplatz bekommt. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen laufen. Und jetzt gehen wir mal rein und dann sprechen wir mal mit dem Justin. Läuft? Da läuft nicht. Das ganze Interview könnt ihr dann später sehen. Das ist ein bisschen zu lang geworden, aber nichtsdestotrotz sehr, 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 sehr interessant. Deswegen Augen offen halten und auf jeden Fall den Kanal abonnieren und so weiter. Und ihr, ne, ihr wisst schon Bescheid. Und dann könnt ihr das komplette Interview mit dem Herrn Grave sehen. Und jetzt stehen wir hier am Blue Shell. Das ist da, da ist der Eingang, genau. Und da habe ich mal ein ganz legendäres Konzert gesehen, irgendwann zurück in den 90er. Da Immortal haben da mal gespielt. Und das, da passen gefühlt 20 Leute rein und es waren vielleicht 50 da. Und es war sehr stickig und ich habe kaum Luft gekriegt und bin fast in Ohnmacht gefallen. Aber war ein super Konzert. Halt, stopp! Ach ja, gut, da muss ich mich mal wieder selber korrigieren. Das war gar nicht im Blue Shell, das war im Rose Club. Und es war 1994, ich habe keine Ahnung. Es war auf jeden Fall im Rose Club. Mir ist das auf der Rückfahrt nochmal eingefallen. Es war im Rose Club, Immortal und noch zwei Black Metal Bands. Keine Ahnung. Aber jetzt weiter mit der Show. So, ja, ping. Jetzt sitzen wir hier in der Tankstelle. Schön zum Tanken und oh. Oh. Ich habe mir hier so ein Trappistes Rochefort geholt. Das hat 9,2 Umdrehungen. Bier, dunkles. Ja. Mit einem solchen Bier kannst du schnell Perlu werden. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit zu überbrücken, nachdem wir das schöne Interview gemacht haben. Und da müssen wir jetzt noch mal ein Bierchen trinken. Und die Frau trinkt natürlich was. Hier, ich zeig's euch mal in die Kaffee hier. Kölsch. Guckt euch das mal an. Das, wir sind ja in Köln. Da muss man ruhig. Obligatorischer Toilet Shot. Ihr kennt das ja, ne? Bereits. Ah, du brauchst dieses Trappista. Ah, lecker, lecker Bierchen, ne? Über 9%. Ist ein bisschen viel. Kann man sich keinen Kasten von saufen. Hätte ich jetzt auch wahrscheinlich so nach 3-4. Hätte ich schon gemerkt, dass da was kommt. Aber das kann man genießen. Ne? Heute spielt auch Duisburg gegen Köln. Und wir müssen jetzt gleich los. Und hier ist so eine, in der Tankstelle kannst du auf Fußball gucken. Der MSV führt gerade 1-0. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ist mir auch egal. Wir gucken jetzt erstmal Bands und so. Und sehen wir uns gleich wieder, wenn wir am Luxor sind. Da kann man hier mal die Gelegenheit nutzen, solange hier nichts los ist, mal einen Ping vor der Bühne machen. Ne? Ping. Huch! Huch, was erwarten Sie von dem heutigen Abend? Ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung, was mich erwartet. Du hast gesagt, es wird toll. Also, ich habe gesagt, es wird toll. Meine Erwartungshaltung ist ziemlich weit oben. Sind oben, ja. Ja. Das ist halt offen, ne? Ja. Jetzt müssen, das ist gemein, ne? Jetzt müssen die liefern, was ich versprochen habe. Play.
Wen wollt ihr heute Abend eigentlich sehen? Also vorrangig Cripple Black Phoenix und ich fand es eigentlich auch ganz nett, dass zwei Vorbands da so im Wave-Sektor angesiedelt sind. Das hat man jetzt auch nicht so alle Tage. Aber es war trotzdem eine relativ spontane Aktion, also Erwartungshaltung ist jetzt eher... Ich finde das schon gut, aber ich sag mal, ich hätte jetzt nicht unbedingt hier sein müssen. Ne? Und, ja. Ja, aber darum geht es ja, dass man sich auch mal treiben lässt. Ja klar, also ne, es war halt irgendwie, vor allem jetzt heute war Hinkel nicht gerade der allerbeste Tag. Von daher dachte ich, ja komm, das muss es auf jeden Fall sein, heute Abend ein bisschen Bier, ein bisschen Musik. Erwartungen für heute Abend? Ja, es ist nicht das erste Mal, dass ich die Band sehe. Luxor ist jetzt nicht mein Lieblingsladen. Ich habe, glaube ich, schon Konzerte gesehen, die auf jeden Fall besser waren. Aber ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie es so wird. Thank you very much. I'm Photocrime. Truly appreciate it. I got shirts and records for sale back there. Thank you. It's wonderful to be back here. Take care. Unten rein, oben raus. Oben rein, unten raus. Unfassbar, ich wurde gerade eingeladen from, and here we have Tobias from South Care. And Tobias invited me to the tour bus. Amazing. Yeah, we got this amazing tour bus. There's only 16 of us. It's really comfortable. So you're formed in 2010. And on the Facebook page, they said, you say, most hated ever since. Why? It's a joke. We have had some beef with certain American bands. So we jokingly took the most hated term and, like, championed it with our little fucking hats and bullshit that we've made at merch. In reality... seems that the negative energy is like pretty minimal, and mostly we just get to meet a lot of really cool people doing this. So just being playful. Your brand name is Soft Kill, but how can there be a soft kill? Killing is like never soft. One of the founding members, Shiloh, came up with that name. And I personally immediately hated it. I was like, it's corny. It was already, Soft Moon had just come out. Or was it just like because Soft Cell was already taken? Right. I mean, you know, it's every good band name has been taken. And I was really happy with the band name that I had prior, Blessure Grave, or Blessure Grave as it was called in America. And I felt like that was like the pinnacle height of having a cool band name for my life. So over time, Soft Kill, you know, the meaning of it is in war, there's computers that can deactivate bombs and missiles and things of that nature. And there'll be like no casualties, no actual killing. But that's considered a soft kill. It's also used when talking about chemtrails and things of that nature. I personally like the name because I think it's just ignorable. It's kind of just, there's not much to think about and you can just focus on the music. So you have a lot of 80s influences in your music. Is it why because you grew up with the music, or because you said like, yeah, I like this music and now I show the world that it's time to do some 80s music like Cure and stuff like that? Well, you know, there is a lot of emulation in the genre currently. There's a lot of kids that start bands that sound pretty identical to Joy Division or The Cure. I think growing up musically, when I started to pull away from hardcore and punk, I...
found a lot of records by kind of the mid whatever or mid to late 90s indie rock, emo, whatever you want to call it scene. And most people might not see the parallels between a band, you know, like Hot Water Music or Promise Ring or something with The Cure, but there was kind of a similar realm that those bands were treading. And when I finally heard The Cure, I said, oh, this is like, this is the mood for me mentally. Like, this really feels like it could be the soundtrack to most days that I have. And not because it was depressing or things of that nature, it just covered such a wide trajectory sonically, but was all made to be The Cure by Robert Smith's vocal. And I wanted to do a band that wasn't one-dimensional. I wanted it to be able to grow and change and evolve and not just be pigeonholed as, you know, here's the new record by so-and-so, it sounds like the last one. And I don't think The Cure gets enough credit for that. But also the sound, Chameleons, obviously the interplay between Conrad's and my guitar is like very influenced by the Chameleons. Asylum Party, huge influence. Sad Lovers and Giants, Cocteau Twins, Low Life. You know, there's a ton of those bands. It's not really ever been Bauhaus or Sisters or Joy Division or a lot of the bands that people throw at us. That was never an influence for this. I'd say initially Wire's 154 and all the early magazine stuff with John McGow were like what we were channeling or trying to do when we made An Open Door. There's plenty of room for that music and there's obviously plenty of people doing it, but we wanted to have kind of like a hard punk edge to what we were doing. So, thank you for the straight words. Thank you for having me here. And good luck for your future. This is the last show tonight. This is the last show. We play Roadburn day after tomorrow, but we will be back at MTV. On Roadburn? Yes, we're at Roadburn. Oh, damn it. And the day after tomorrow, yes, Roadburn, we're doing Heresy and Savior, two of our records in their entirety. But we'll be back here in Cologne at MTC November 25th. Jetzt ist die Show vorbei und was soll ich sagen? Alle drei Bands haben abgeliefert. Die ersten beiden kannte ich überhaupt nicht. Ich bin ja ein wenig Cripple Black Phoenix hingekommen und dann kommen so zwei Band, hauen mich total weg. Kaufst du direkt das Vinyl und hier im Hintergrund, da steht der Justin nochmal. Ihr könnt das, wie gesagt, ihr könnt das Interview in voller Länge angucken. Ja, aber dann müsst ihr noch zwei Tage warten, ne? Genau. That's Justin again. He's hiding. He's a very shy guy. I like this guy, but they didn't play it Hold On. I'm very disappointed. No. What was it like? Hold On. No. What was it like? It was like it was like it wasn't there. Was soll ich sagen? Also ich bin da eigentlich recht sprachlos. Das war sehr, 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 sehr großartig. Allein der Lead-Gitarrist von Cripple Black Phoenix hat richtig, richtig einen rausgehauen und ich bin wieder arm geworden, weil ihr seht es schon hier. Ich habe Vinyls gekauft ohne Ende. Das ist schon eine Menge, weil von Cripple Black Phoenix habe ich natürlich alles schon gehabt, ne? Auch in den limitierten Auflagen und bla 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 und hast ja nicht gesehen. Aber hier
von Softkill und von Photocrime. Mit dem hätte ich gerne noch ein Interview gemacht, aber das war halt, ja, das war halt nicht so möglich. Ist aber egal, das nächste Mal, der Justin hat mir gesagt, so, wir bleiben in Kontakt und das hoffe ich auch, dass wir in Kontakt bleiben. Und die Jungs von Softkill haben mich eingeladen für November im MTC, keine Ahnung. Ja, dann fahren wir halt ins MTC und machen da nochmal Softkill-Abend. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch wieder viel Spaß und dranbleiben, abonnieren und abschalten. Ne? Zu viel Internet ist ungesund übrigens. Ne? Abschalten jetzt. Tschüss, abschalten.